Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier und heute will ich euch zeigen, was passiert, wenn ihr in Super Mario Odyssey 1000 Monde habt. Ja, Leute, ihr könnt es schaffen, ihr könnt 999 Monde einsammeln, indem ihr versucht erstmal alle in den Welten zu kriegen, aber dann, Leute, könnt ihr noch welche kaufen und zwar gibt es kein Limit, ihr könnt einfach so viele kaufen, wie viele Münzen ihr habt und so könnt ihr auch diese utopisch hohe Zahl von 1000 Monden erreichen. Ja, Leute, und noch als kleine Erinnerung, das Gewinnspiel mit den zwei Amiibos, mit der Bowser Amiibo von Mario Odyssey und mit der Mario Amiibo von Mario Odyssey, als kleine Erinnerung, das läuft jetzt noch einige Tage. Einfach abonnieren und kommentieren und dann könnt ihr die gewinnen. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an mit dem Gameplay. Ja, Leute, erstmal muss ich sagen, das Gameplay ist von GameXplay, nicht von mir, Leute. Ich habe gerade mal so 800 Monde gesammelt, was auch schon viel ist, aber ich habe die 1000 noch nicht voll und ich wollte es einfach euch jetzt zeigen, ich wollte das Video machen und die haben halt das Gameplay schon hochgeladen, deswegen verwende ich das und werde es kommentieren, Leute. Es ist richtig krass. Wenn man die 999 Monde gesammelt hat, dann wird Cappy erstmal sagen, Mann, wir haben ganz schön viele Monde eingesammelt und man solle mal im Mushroom Kingdom vorbeigucken und genau da ist auch das Easter Egg mehr oder weniger. Denn wenn man hinreist, dann sieht man es schon eigentlich direkt. Peach Castle hat sich komplett verändert, denn Peach Castle hat jetzt einen Hut auf, Leute, ja? Ob ihr es glaubt oder nicht, Peach Castle hat einen schwarzen Zylinder auf. Und wenn man sich dann auf den Weg dahin macht, sieht man auch noch diesen kleinen Roboter, der auch öfter in den Levels auftritt, der aber wieder verschwindet. So, was passiert auf den Zylinder, wenn man dort oben raufklettert? Das erkläre ich euch auch, Leute. Ein geiles Easter Egg. Und zwar erstmal kann man dort ganz normal mit dem Fahnenmast hochklettern. Und wenn man oben dann Cappy ein bisschen drauf spinnt, auf der Spitze des Zylinders, dann erscheint das Standard Mario Soundfile, wenn man ein Level abgeschlossen hat, was richtig cool ist und sogar ein kleines Feuerwerk und man sieht auch Peach an ihrem Balkon, wie sie mit Tiara winkt und die Kamera fährt raus und man sieht das ganze Schloss in der vollen Pracht mit dem Zylinder drauf und man muss sagen, es sieht schon ziemlich cool aus. Das passiert aber nur, wenn man 1000 bzw. 999 Monde eingesammelt hat. Was passiert denn, wenn man alle Monde in den einzelnen Königreichen eingesammelt hat, Leute? Ja, da passiert nochmal was anderes und das zeige ich euch auch und zwar erstmal, natürlich habt ihr dann bei jedem Level bei der Liste erstmal ein Sternchen und das Segel von der Odyssee wird Gold, Leute. Ja, ihr habt ein goldenes Segel, wo jeder direkt sieht, ihr habt alles eingesammelt in dem Spiel. Außerdem dazu kriegt man noch eine kleine Nachricht, dass jetzt Bilder in der Kirche letztendlich von Bowser hängen und ihr könnt euch alle denken, was man da macht. Wir kennen ja die Bilder von dem Mushroom Kingdom, die dort hängen von den Bossen und genau so ist es dort auch. Dort hängt ein Bild von Bowser bzw. zwei. Man kann dort reinspringen und kann den Bosskampf nochmal in schwerer machen und die Endcutscene noch einmal sehen, so oft wie man will, immer wieder. Was ich auch richtig cool finde. Leider, Leute, ist kein Isa Delfino gekommen, kein Luigi, kein sonstiges, aber wie gesagt, Leute, es kann noch ein DLC kommen. Ich werde dazu vielleicht nochmal was machen zu DLC, zu möglichen, zu einem möglichen DLC, zu möglichen Optionen, wo was erscheinen kann. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.